So, hallo zusammen, willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein PSP-Reparaturvideo. Ich hoffe, dass es ein Reparaturvideo wird, wir werden es sehen. Ich habe mal wieder eine von meinen PSPs rausgekramt, die ich noch reparieren möchte. Also hinter mir liegen noch ungefähr 20 PSPs, die noch zu reparieren sind. Und heute habe ich mir mal vorgenommen, mich mal mit dieser PSP 1000 anzufreunden. PSP 1000 hat schon erklärt, zwei Logos. Und die Lautsprecherbuchsen sind unten. PSP 1000. Diese PSP hat einen relativ interessanten Fehler, den ich bisher noch nicht hatte. Ich zeige es euch mal kurz. Sie startet nicht. Und zwar, ihr achtet mal hier auf das grüne Licht. Grüne Licht geht an. 3, 4 Sekunden später geht das grüne Licht wieder aus. Was nochmal? Grüne Licht geht an. 3 Sekunden später geht es wieder aus. Wäre so ein typischer Brick, Full Brick oder Half Brick, würde sie zumindest auch nicht starten, aber das Licht würde deutlich länger anbleiben. Das heißt, meiner Meinung nach ist es ein Energieproblem an Bord. Vielleicht die Sicherung, wobei die Sicherung vermute ich fast nicht, dann würde es wahrscheinlich gar nicht angehen, aber ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ich lege mal einen Akku ein, bloß um zu zeigen, dass es auch mit Akku nicht geht. Mit Akku passiert nämlich gar nichts. Sofern Akku richtig drin ist, sicherheitshalber, aber ich glaube, mit Akku passiert gar nichts. Wenn wir das Ladegerät mit einstecken, interessante Weise. Die Ladeanzeige geht an, das heißt, der Akku wird geladen. Wenn ich jetzt versuche zu starten, passiert nichts. Wäre es jetzt ein Brick, würde es auch das grüne Licht angehen, ne? Von daher, es passiert eigentlich mit Akku gar nichts. Und eben ohne Akku, nur mit Ladegerät. Der Fehler, den ich euch gerade schon gezeigt habe, Licht geht an, 4 Sekunden später und 3 Sekunden später geht es wieder aus. Von daher gehe ich mal stark von dem Hardware-Problem aus, weniger von dem Software-Thema, sondern mehr von dem Hardware-Thema. Deswegen machen wir sie jetzt mal auf. Schauen mal rein. Ich habe auch noch ein zweites Board hier zum Vergleichen, von dem ich weiß, okay, es startet. Und dann können wir mal gucken, können wir mal messen, können wir mal unter das Mikroskop legen. Und dann mal schauen, ob wir irgendwo einen Fehler finden. Vielleicht die Sicherung, vielleicht auch irgendwas anderes. Wie gesagt, so einen Fehler hatte ich noch nie. Deswegen keine Garantie, dass ihr heute einen Erfolg seht, einen Erfolg Reparatur seht. Ich habe auch vieles schon nachgelesen zu dem Thema. Es gibt auch diverse Videos hier bei YouTube und Foren mit Leuten, die dasselbe Problem haben. Aber bisher habe ich keinen gefunden, der sich wirklich festlegen konnte auf einen Fehler. Das heißt, es gibt eigentlich keine Reparaturanleitung. Korrigiert mich bitte gerne, also postet gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwo einen Link habt mit einer funktionierenden Reparaturanleitung zu dem Problem. Dann würde mir das sicherlich helfen, falls ich nicht weiterkomme. Aber jetzt legen wir es erstmal, machen wir es mal auf und schauen wir mal weiter. So, das Problem an diesen relativ alten PSP, hauptsächlich Tausendern, ist, dass die Schrauben manchmal so fest sitzen, dass man echt aufpassen muss, dass man sie nicht abdreht. Ist mir letztens auch mal wieder bei einer passiert, dann bleibt nur ganz vorsichtig aufbohren, aber in der Regel bricht dann das Gewinde aus und die Front ist defekt oder Front ist kaputt. So, schauen wir mal rein. Wahrscheinlich kommt uns gleich wieder der Startbutton entgegengeflogen, wie bei jeder PSP 1000. Oh ja, ich sehe schon, er ist schon weg. Da liegt er. So, genau, Startbutton. Ja, die brechen hier einfach ab. Das ist gefühlt bei jeder PSP, die ich repariere, bricht hier dieser dünne Steg oder ist schon gebrochen, je nachdem. Manchmal passiert es beim Öffnen, manchmal passiert es schon vorher. So, schauen wir mal rein. Sehen wir jetzt erstmal nicht viel auf den ersten Blick. Ob das Display funktioniert oder nicht, weiß ich natürlich nicht, weil ich sie noch nie zum Starten bekommen habe. Wir werden jetzt mal das Display rausnehmen, dass wir unten drunter an die Ladeelektronik kommen, beziehungsweise an den Port. Da hinten ist auch eine Sicherung.
Die können wir mal messen und dann sehen wir mal weiter und können wir mal im Messgerät messen, vielleicht mit dem Mikroskop mal gucken, ob wir den Fehler finden. Das heißt, Display raus und dann geht's weiter. Was für ein Scheiß. Ich habe es ja jetzt mal zumindest zu 95% im Zeitraffer laufen lassen. Keine Ahnung. Das Display war derart verklebt. Ihr habt es ja auch gesehen, dass das hier eine Sauerei hier ist. Mir kam hier die halbe Isolierung entgegen. Ja, so wie ist es manchmal auch. Es ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich aufgelöst, dieser Staubschutz, diese Staubschutzisolierung außenrum, und hat das komplette, den kompletten Rahmen verklebt, weshalb ich es einfach nicht aus der Verankerung bekommen habe. Und diese Rahmen sind bei den 1000ern doch relativ fest im Vergleich zur 2000er und 3000er Serie, weshalb ich mich diesmal echt schwer getan habe. Aber na gut, es ist raus und gut ist. Nehmen wir es mal komplett raus. Zack, und die Backlight. Ich habe auch ein zweites Video, wo ich das mal in Ruhe mache, ohne zu viel Zeit drauf und ohne zu viel Geschimpfe, wo ich auch mal ein bisschen auf dieses Thema mit dem verklebten Rahmen eingehe, was doch ein relativ großes Problem ist bei den älteren PSPs, dass sich einfach dieser Schaumstoff auflöst, in diesen dünnen Zwischenstrahl reinläuft und alles verklebt und man sich dann echt Mühe macht, das Ganze wieder zu reparieren. So, sorry für die Sauerei. Ging leider nicht anders. Okay, nur zum Test, ob das Display vielleicht den Fehler verursacht hat, wovon ich nicht ausgehe, aber wir testen es jetzt einfach trotzdem nochmal. Einmal rein, einmal hoch. Grünes Licht. Grünes Licht, grünes Licht, grünes Licht. Ha! Und startet. Das ist spannend. Habt ihr es gehört? Fragen Sie nochmal, ob es nur Zufall war oder woran das jetzt lag. Okay, also rein. Grünes Licht. Und Ton. Aha. Okay. Planänderung. Planänderung. Dann brauchen wir einmal den Akku. Testen wir mal, was das mit Akku so macht. Ich könnte gar nichts. Okay. Also der Akku ist geladen, meiner Meinung nach. Naja. So, orange. Okay. Interessant. Ja. Zu ungeduldig. Okay. Batterie raus. Akku. Und sie bleibt an. Man sieht es hier. So, Akku raus. Akku raus. Akku rein. Aber nur mit Akku. Starten tut sie nicht. Scheint wohl. Also mein erster Gedanke war irgendein Energieproblem. Würde jetzt immer noch passen, muss ich sagen, jetzt nachdem ich es mit dem Akku und ohne Akku getestet habe. Sie startet mit Ladegerät, aber nicht mit Akku. Gut, warum auch immer. So, also wir haben jetzt mal, ich lasse jetzt mal an. Ihr seht's, Akku ist drin, es lädt. Jetzt packen wir mal das Display wieder ran
um mal zu sehen, was passiert. Also ich lasse das Ladekabel dran stecken. Dann sehen wir mal, ob das Display angeht, wenn ich es jetzt wieder reinfriemel. Sorry für den Winkel, ich kann jetzt aufgrund des Ladekabels nicht so nah oder nicht so drehen, oder so, um es euch dicht zu zeigen. Pinzette! Wo ist meine Pinzette? Also, ihr müsst wissen, links von mir ist mein Werkzeughaus. Das zeige ich euch jetzt mal nicht. So. Bei den Flexkabeln, wie ich immer sage, immer ein bisschen aufpassen, gerade mit metallischen Werkzeugen. Ihr könnt hier ganz leicht was beschädigen, wenn ihr das hier reinfummelt. Aber oft geht es einfach mit solchen kleinen Pinzetten deutlich besser. Ich habe auch keine Kunststoffpinzette. Muss ich auch sagen, halte ich auch nicht viel davon, weil man einfach auf Kunststoff nicht den nötigen Druck aufbringen kann, den man halt einfach bei einer Pinzette braucht. Deswegen arbeite ich dann doch manchmal ganz gerne mit einer metallischen Pinzette. Man muss aber dann eben einfach immer aufpassen, dass man nicht das Flexkabel einfach abreißt. So, Datenkabel, das dicke ist das Datenkabel, das hintere ist die Beleuchtung für das Backlight des LCDs. Oh, ich habe was flackern gesehen. Es flackert. Seht ihr es auch? Es geht an. Es flackert. Aber ja. Ich sehe was. Ich sehe etwas. Erstes Plus, Display ist nicht kaputt. Also bis auf hier dieses ekelhafte Kleberzeug außenrum, aber das lässt sich reinigen. Okay, Display an sich nicht defekt, aber trotzdem ein komisches Energieproblem. Okay, ziehen wir mal das Ladekabel raus. Okay, sie bleibt an. Sie bleibt an. Dann... Okay. Ekelhaft. Das ist immer das Leckere an gebrauchten PSPs. Allgemein gebrauchten Konsolen. Sind immer sehr ekelhaft. So, oh, der Akku scheint wohl doch etwas leerer zu sein, als ich dachte. Aber sie geht. Okay. Hier schalten sie jetzt einfach mal normal aus. So, aus. Warten wir kurz. Schauen wir, ob sie wieder anspringt. Puh, an. Interessant. Wie ihr seht, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Das Einzige, was noch fehlt, ist aktuell die Touchleiste unten, die vielleicht einen Kurzschluss verursacht hat. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Okay, nochmal aus. Aus. Sonst nehmen wir mal den Akku raus. Nehmen wir nur das Ladekabel. Und an. Grünes Licht bleibt an. Display-Licht kommt und es startet. Ja, dabei hatte ich so viel vor, euch zu zeigen, zu machen und zu tun. Und hier Spannungen zu messen und das ist aber echt komisch. Also, machen wir mal den Akku rein. Akku lädt. Akku wird oben angezeigt, Akku lädt. Okay. Ich würde sagen, da machen wir gar nicht mehr viel. Was wir jetzt mal noch tun ist, wir stecken mal jeder hier die Leiste ein, die für die unteren Buttons zuständig ist. Dazu machen wir sie nochmal aus. Also ich ziehe mal das Ladekabel ab. Grünes Licht. Sie bleibt immer noch an. Sehr gutes Zeichen. Akku raus. Jetzt
Jetzt nehmen wir mal das hier wieder rein. Dann sind zumindest. Interessant. Ich sehe hier gerade auf dem Display noch. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera seht. Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, das LCD hat gerade noch relativ stark nachgeklimmt. Sieht man, kriegt man auf der Kamera nicht hin. Also man sieht hier noch, wenn ich jetzt das so halte, kann ich immer noch das lesen, was gerade auf dem Display stand. Ist das normal? Weiß nicht, ich kann ein LCD-Profi. Okay, also wir nehmen es jetzt mal rein. Und gucken mal, ob es damit auch geht. Oder ob, ist nämlich hier ziemlich stark geknickt. Sollte aber eigentlich egal sein, solange man es nicht, solange es kein Riss ist. Ein Knick ist oft noch okay. Okay. Ja, nicht okay. Nicht okay. So, ich habe euch jetzt mal noch ein bisschen an meinem Reinigungsvorgang teilhaben lassen. Das war ein ziemlich schwieriger Prozess diesmal, weil ich dieses ganze Klebergedönse hier auf dem Display verschmiert habe, als ich es geöffnet habe. Und den Kleber wieder vom Display runterzukriegen und das Display frei von irgendwelchen Schlieren zu haben, die man natürlich dann beim Spielen sofort sieht, war jetzt echt ein ganz schöner Act. Dann noch gleich die ganze PSP mal ein bisschen grundgereinigt, die L- und R-Tasten, da damit sehen wir sehr viel Schmutz. Dann hier im, habt ihr ja vorhin schon gesehen, hier unterm Steuerkreuz, beziehungsweise hier drüben, hier sind noch ein paar, sehe ich gerade, ein paar Haare des Vorbesitzers, der anscheinend graue Haare hatte oder Hunde, wer weiß. Auf jeden Fall sehr lecker immer, der ganze Schlons hier. Okay, so. Passt fürs Erste. Also, machen wir den Deckel drauf, schauen, ob sie immer noch geht. Und halt, Startbutton nicht vergessen. Und dann schauen wir mal, wenn sie immer noch geht, werde ich das mal beobachten. 2-3 Tage lang mal ausgeschaltet lassen. Vielleicht liegt es an irgendwelchen Kondensatoren, die erst geladen werden müssen. Also, geladen werden müssen im Prinzip von Kabel an, ein paar Mal an und ausschalten, wobei ich das vorher schon gemacht habe. Also irgendwie kann ich es mir ehrlich gesagt nicht so recht erklären, was das Problem war. Okay, stecken wir sie nochmal ein. Schauen mal, ob die Wunderheilung immer noch Bestand hat. Falls ja, kann ich euch nicht hundertprozentig erklären, woran es lag. Vielleicht einfach nur ein Wackelkontakt irgendwo am Board, den ich behoben habe, dadurch, dass ich es... Gut. Dadurch, dass ich es eingeschalten habe. So, Ton. Lautstärke. Oh, hallo Markus. Vorbesitzer. Tja. Scheint wohl zu gehen. Machen wir mal einmal Werkseinstellungen. Aber immer nur im Strich. Wüsste ich jetzt nicht, was ich gemacht habe, damit es auch wirklich wieder hundertprozentig geht. Ich habe es gesehen, ich habe gerade den Akku rein. Die Ladeleuchte springt sofort auf Orange, das heißt, der Akku wird auch sofort geladen. Ich starte jetzt neu aufgrund des, der Werkseinstellungen. Tja, Werkseinstellungen. Ich springe mal kurz drüber. Ihr seht, Akku wird geladen. Gehen wir nochmal kurz in die Systemeinstellungen. Batterieinfo 14%, okay. Das sollte aber reichen. Ich ziehe mal das Ladekabel nochmal ab. 16%, bleibt an.
Dann schalten wir es nochmal aus. Raus. Wir warten kurz. Oder ich mache mal den Akku raus. Akku raus. Akku rein. Grüne Licht. Und die startet. Tja, okay. Ich mache es hier mal noch ein bisschen sauber. Okay, das war jetzt der Akku, weil kein Deckel dran ist. Ich habe es beim Hinlegen, ist mir der Akku leicht rausgefallen. Ich mache es immer noch ein bisschen sauber, weil ich sehe noch ein paar schwarze Punkte unter dem Display. Seht ihr wahrscheinlich auch, hier ist noch einer, hier bei der Null, hier, das ist der Rest von dem Kleber bzw. von der Display-Einhausung. Das mache ich immer noch sauber und dann schraube ich sie wieder zusammen. Dann teste ich sie morgen oder übermorgen nochmal und wenn sie geht, dann geht sie wieder. Wunderheilung. Ich hoffe, es lag wirklich einfach nur an dem Stick Drift. Das heißt, wir müssen den Stick auch mal nochmal ein bisschen sauber machen. Das liegt aber meistens an dem. Habe ich schon mal erklärt, gibt es ein Video dazu. An den Kontakten, die da unten drin sind. Muss ein bisschen sauber machen, dann geht das auch wieder. Mache ich jetzt mal, baue ich wieder zusammen. Und dann soll es das gewesen sein. Ich hole euch nochmal kurz dazu, wenn ich fertig bin, wenn alles zusammengebaut ist. Und dann gibt es noch ein kurzes Abschlussfazit. So. Wieder alles zusammengebaut. Ich hoffe, sie funktioniert noch. Ich habe es noch nicht getestet. Wie den Stick Drift von vorhin, noch sonst was. Schauen wir mal. Also, Strom an, Batterie ist keine drin. Und Stunde der Wahrheit. Grünes Licht. Du wirst mich doch verarschen, oder? Ich glaube, ich bin. Grünes Licht? Grünes Licht aus. Okay. Verrückt. Ich habe nichts gemacht seit dem Zusammenbau, außer dass ich die Schrauben reingedreht habe. Tja, so geht's. So geht's. Das ist doch echt ein komischer Fehler. Okay, machen wir nochmal auf. Schauen wir nochmal rein. So, ich habe jetzt nichts gemacht, außer die Schrauben rausgedreht. Noch nicht das Gehäuse gehoben, noch sonst irgendwas. Was? Also ich glaube, also ich verarsche jetzt nicht, aber ich habe nur, wie ihr hier oben seht, die vier Schrauben rausgenommen. Mehr nicht. Hä? Das ist ja echt ein interessanter Fehler. Also das Stick driftet ist natürlich, weil die Schraube nicht drin ist. Ne? Also wenn ich hier, ich gehe mal hoch, wenn ich jetzt hier drücke, bleibt er stehen. Und geht auch, das ist nur, weil der Kontakt jetzt nicht sauber gegeben ist an der Stelle. Wenn ich ein bisschen drücke, dann geht er auch. Also, so, jetzt lasse ich euch mal dabei, nur wenn ihr glaubt, dass ich euch jetzt hier nicht verarsche. Ich nehme die Schrauben und schraube die Schrauben jetzt einfach mal wieder rein. Nichts anderes. Ich habe das Display nicht abgehoben. Ich schraube einfach nur mal die Schrauben wieder fest. Die eine steckt noch drin. Die ist nicht rausgefallen. Die schrauben jetzt einfach mal wieder fest. So, fest. Dann nehmen wir mal die dazu. Kann ja nicht sein, das kann ja nicht an den Schrauben liegen. Also entweder liegt es am Druck, dass durch den Druck des Zuschraubens irgendwo ein Problem entsteht. Aber was für ein Problem? Vielleicht ein, keine Ahnung, Kurzschluss, dass ich irgendwas auf Ground ziehe durch den Druck, dass ich beim Verschrauben irgendwo die Platine an irgendeiner Stelle Ground verdrücke.
aber so viel Druck ist da jetzt auch nicht drauf auf dem Gehäuse. Also, jetzt haben wir alle vier Schrauben wieder rein, beziehungsweise fünf. Dann testen wir es nochmal. Ich wüsste nämlich nicht, was ich... Spannend. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit meiner Fehlersuche jetzt gerade. Aber es ist echt ein komisches Fehlerbild. Deswegen lasse ich es jetzt auch laufen ohne Zeitraffer. Weil ich leicht verwirrt bin und ich hoffe, vielleicht kann mir von euch jemand sagen, woran es liegt. Beziehungsweise ihr glaubt mir, dass ich hier nicht irgendwelche Scheiße mache. So, Strom drin, kein Akku drin, an, Licht und auf und aus. Also ich habe gesehen, ich habe nichts anderes gemacht, als die Schrauben rein und raus. So, okay. Dann machen wir nochmal eine ganz interessante Geschichte. Wir schrauben jetzt einfach mal die Schraube in der Nähe der Ladebox raus und stehen mal weiter. Also ich lasse jetzt mal das Stromkabel drin, nur um zu sehen, ob es einen Unterschied hat. So, eine Schraube raus, wir drehen wieder um und an. Okay. Und machen wir nochmal weiter. Also eine Reparatur läuft in der Regel eigentlich anders ab. So, zweite Schraube raus. Und aus. Okay. 2 von 4. 2 von 5. Und die da oben, von der glaube ich zwar am wenigsten, dass sie dran ist. Sorry, hier unten. Der glaube ich zwar am wenigsten, dass sie schuld ist, aber nun gut. Also die Schraube raus. Zack. Raus. Umdrehen. Aus. Okay, wir ziehen es nochmal ab. Schauen wir nicht, dass wir zufällig. Okay, also. Dann machen wir weiter. Hier. Nochmal hier oben. Die ging vorher nicht ganz raus. Ich schraube es jetzt einfach mal komplett locker. Die hängen manchmal ein bisschen im Gehäuse und kommen dann erst raus, wenn man wirklich den Deckel abzieht. Ich drehe es jetzt aber mal komplett locker. Oh, da ist sie. So. 4, 5, 5. Aus. Das ist echt ein interessanter Fehler. Vielleicht liegt es auch deswegen, oder liegt es auch daran, weil der Fehler so unreproduzierbar ist, dass ihn bisher noch keiner repariert hat. Beziehungsweise ich nichts gefunden habe im Internet, dass ihn niemand repariert hat. So, alle Schrauben wieder draußen. Okay, die letzte war es. Dann machen wir jetzt nochmal die Probe aufs Exempel. Ich schraube alle Schrauben bis auf die, die ich als letztes raus habe, wieder rein. Und schauen, ob es noch geht. Dann sehen wir, ob es noch Schraube liegt. Aber jetzt mal im Zeitraffer. Gut, alle Schrauben bis auf die eine, die ich hier drin ist, alle wieder drin. Schauen wir mal. Licht. Ja. Interessant. Soweit diese Schraube reinschraubt. Ende Gelände. Also wenn ich jetzt hier drücke, gar nichts. Schalten wir nochmal aus. Ja, aus. Also aus, an. So, jetzt füge ich euch einfach mal an der Stelle, wo die Schraube ist, hier. Einfach mal Druck. Ich drücke jetzt einfach mal. Und aus. Okay, jetzt lasse ich los. Dann startet's. Wenn ich jetzt hier drücke, schauen wir, was passiert. Nichts. Okay. Okay, ich schalte es nochmal aus.
Ja, geh einfach aus jetzt. So. Ein. Ich drücke hier wieder, also hier wo ich, unten drunter ist die Schraube. Ich drücke hier feste, ist jetzt mit meinem Daumen. Drücken. An. Und sie geht nicht an. Okay, dann machen wir nochmal den Deckel ab und schauen mal, was hier drunter liegt. So, Deckel ist runter. Schauen wir mal. Normalerweise, nach unserer Logik, die wir uns jetzt gerade erarbeitet haben, sollte sie jetzt ja einfach problemlos starten. Jep, richtig. So, was ist hier drunter? Wir haben hier einmal die Leiste und den Joystick. Also wenn ich habe ja hier gedrückt, ne? Hier ist ja der Home-Button, hier der Joystick und hier unten drunter, hier ist das Schraubenloch. Das heißt, wenn man hier verschraubt, entsteht hier Druck. Das testen wir mal. Jetzt drücke ich mal, während ich es anmache, hier auf diese Kante. Also nicht hier, sondern drückt den, fügt den Druck hier aus. So, drücken und Licht. Okay, startet. Gut. Mal raus. Was wir natürlich auch haben an der Stelle ist der Joystick. Vielleicht, ich gucke mal kurz, ob ich eine andere Frontplatte habe, die man aufsetzen könnte. Vielleicht liegt, hat der. Er hat ja auch einen Drift, einen leichten. Immer noch. Vielleicht hat der einen Hau weg und verursacht irgendwie einen Kurzschluss, wenn er hier aufgepresst wird, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Weil. Ich probiere es mal. Ich schaue mal kurz, ob ich noch eine andere Platte finde. Leider nicht. Was ich aber gefunden habe, ist noch ein ausgebauter Joystick. Das können, den bauen wir jetzt einfach mal hier ein und schauen mal, ob es daran liegt. Also ich nehme jetzt einfach mal den Joystick hier raus und dann nehme ich den hier rein. Und dann schauen wir mal wieder, bauen, setzen wir uns zusammen, drücken mal ein bisschen und schauen, wie es weitergeht. So, nächster Versuch. Also, Joystick einfach nur getauscht. Hier ist der alte, neuer Joystick. Keine Schrauben drin. Sollte nach unserer Logik jetzt gehen. Licht bleibt an, sieht gut aus. Bild kommt. Läuft. Okay. Schauen wir mal kurz nach Stick Drift. Ich weiß im Moment nicht hundertprozentig sicher, ob der Stick funktioniert. Der Joystick. Gehen wir kurz in den Browser. Das ist immer perfekt, um schnell zu prüfen, ob er geht und. Ups. Okay, klar, kein Druck drauf. Okay, ein bisschen. Also, wenn ich jetzt hier drücke, dass der Kontakt sauber ist. Nicht hundertprozentig sauber. Aber gut, er geht zumindest. Also, Strom raus. Zack, Batterie ist keine drin. Wir drücken wieder hier. Hier drauf. Von hinten und von vorne. Druck. Und Strom und aus. Okay, nicht das Stick. Selber Fehler. Nicht das Stick. Das ist echt ein interessanter Fehler. Ich hoffe, für euch auch. Okay, was haben wir noch hier? Ja, fliegt davon. Was haben wir noch hier? Wir haben hier dieses Teil, das auf die Platine drückt. Schauen wir mal. Strom an, ohne Druck. Licht geht an. Passt. Aus. Strom rein. Jetzt drücke ich mal hier auf die, auf das Teil hier. Strom an und aus. Okay. Okay. Scheint wohl hier ein Problem zu sein, dass ich. Das ist halt das, was ich anfangs, ganz am Anfang schon vermutet hatte, dass ich irgendwo einen Kurzschluss habe. Und wahrscheinlich dadurch, dass ich hier drauf drücke, auf der Platine, irgendwo einen Kurzschluss verursache.
Interessant. Die Frage ist nur, wo. So, das Video wird jetzt schon etwas länger als gedacht. Ich habe jetzt mal, wie ihr seht, Display raus, Rahmen raus. Gibt ein anderes Video dazu, wo ich zeige, wie ich eine Tausender komplett zerlege. Deswegen mal rausgeschnitten. Das Problem war an dieser Stelle hier. Ihr seht es. Ich habe mal noch bei einer anderen Platine geguckt. An der Tausender. Mache ich so drin. Genau hier ist hier auch das Schraubloch. Hier haben wir gedrückt an dieser Stelle. Jetzt haben wir mal geguckt, was auf der anderen Seite ist. Und auf der anderen Seite befinden sich der ein oder andere BGA-Chip. Ich hoffe mal, weil ihr seht hier, hier ist ein Chip. Hier ist ein Chip. Ich hoffe mal nicht, wenn man hier oben nochmal dreht, und hier ist die Stelle, wo wir gedrückt haben, wenn man jetzt hier drückt, dass sich durch den Druck den Chip löse. Also dass die Lötpunkte, also die Reballing, also die. Sorry, mir fällt gerade der Name nicht ein, ihr wisst, was ich meine. Es ist ein BGA-Chip, das sind unten kleine, lauter kleine Kügelchen, die aufgeschweißt werden durch Hitze und manchmal lösen die sich. Das ist öfter mal ein Problem. Gerade bei den PlayStations, Blue Light of Death beispielsweise, dass man eben unter diesen Chips einen Bruch bekommt und eine Oxidation bekommt und keinen Kontakt mehr hat. Lässt sich in der Regel relativ schwierig bzw. eigentlich gar nicht reparieren. Seriöserweise lässt sich es in der Regel nicht reparieren. Das wäre dann für mich ein Ende der Reparatur, wenn sich das herausstellen sollte. Aber soweit sind wir noch nicht. Ansonsten ist hier eigentlich relativ wenig, wofür ich den Fehler verantwortlich machen würde, weil ich glaube, wenn ich hier auf dieser Stelle drücke, biege ich vermutlich diesen Chip ein bisschen, was schon den Fehler verursachen könnte. Wir können ihn mal ein bisschen warm machen, aber pff, ja, ob es das bringt, ist die Frage. Okay, wir gucken mal. Ich habe es jetzt mal ausgebaut. Ja, Fokus. Und wir schauen jetzt mal, es ist kein Display drin, wir hören ja trotzdem, ob sie startet oder nicht. Der Rest der Elektronik ist eigentlich vorhanden. Wir sehen zwar kein Bild, das soll uns aber erstmal egal sein. So, kein Druck, sollte in unserer Logik starten. So, grünes Licht. Und man hört sie starten. Sehr gut. So. Strom wieder weg. Kurz warten. Strom wieder an. Hier war die Stelle, hier ist das Schraubloch. Jetzt drücken wir einfach mal hier. Also ich möchte jetzt einfach nur mal gucken, ob der Rahmen hier mit dem Board einen Kurzschluss verursacht oder das Board durch den Druck selber einen Kurzschluss hat. Also, ich drücke jetzt mal hier auf die Stelle, hier auf die Pin so ungefähr, hier war das Problem. Ich drücke. Nicht zu viel, das ist jetzt endgültig was kaputt noch und schalte mal rein. Und aus geht's. Nochmal. Und aus. Okay. Spricht für meine Theorie, weil hier an dieser Stelle ist eigentlich nicht viel, was den Fehler verursachen könnte. Wir haben ein paar Kondensatoren, ein paar 0-Ohm-Widerstände hier. Hier an dieser Stelle ist 0-Ohm-Widerstand, hier ist ein Kondensator, hier ist das Kabel zum Lautsprecher. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das den Fehler verursacht, weil auf dem drücke ich eigentlich nicht. Können es mal aufmachen, den Kleber. Vorsichtig, mal hochheben, um sicher zu sein. Schauen wir nochmal. Also das Kabel habe ich jetzt ein bisschen hochgehoben. Jetzt drücken wir hier nochmal. Wir drücken. Und grünes Licht und aus. Spricht sonst sehr stark dafür, dass der Chip auf der anderen Seite, eben auf der anderen Seite liegt, ein Problem hat. Und das wäre dann ein Game Over. Ja, ich drücke genau hier auf dieser Stelle und auf der anderen Seite. Es ist hier nicht viel auf der anderen Seite. Es ist einfach nur, es sind hier die Punkte, die Drähte, die aus dem Chip herauskommen. Das Mikroskop brauche ich jetzt nicht auspacken, da sieht man die Größe nicht, aber. Und der BGA-Chip.
Und wenn ich hier drücke, ich hier oben den Druck ausübe, startet sie nicht. Möglicherweise, relativ wahrscheinlich, weil ich hier irgendwo ein Problem mit dem Chip habe. Hier ist noch ein Chip, auch ein VGA-Chip. Könnte natürlich theoretisch auch der sein. Der ist hier verantwortlich für, und kurz gucken. Sicherlich ist der WLAN-Schalter. Dieser Schalter für das WLAN. So, mal kurz nachlesen, was das hier für ein Chip ist. So, wie ihr seht, die nächste Eskalationsstufe später. Ich habe jetzt mal das komplette Mainboard rausgeholt. Hier ist das alte, das Test-Mainboard, was ich gerade gezeigt habe. Hier ist das eingebaute. Hier hatten wir gedrückt zur Orientierung. Jetzt drehen wir es mal um. Sieht jetzt auf den ersten Blick nichts natürlich, weil es, wenn es wirklich der Chip ist, ist doch sehr filigran ist alles. Jetzt schauen wir mal. Bauen wir es nochmal ein hier an den Strom. Achso, ja, okay. Komme jetzt gerade nicht so easy ran, wie ich mir vorgestellt habe. Also man sieht es natürlich nicht, dass sich der Chip irgendwo abhebt oder dass man irgendwo eine offensichtliche Beschädigung hat, beispielsweise dass irgendein Kondensator fehlt an irgendeiner Stelle. Aber ja, für mich ist das, denke ich, jetzt mal ein Game Over. Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch tun sollte an dieser Stelle. Ich gehe stark davon aus, dass dieser Chip durch den Druck, den man hier oben genau an diese Stelle ausübt, einen fehlenden Kontakt hat und dann zu einem Ausfall führt. Ansonsten wüsste ich nicht, woran es liegen könnte. Ja, okay. Tut mir leid, dass es leider ein langes Video geworden ist, ohne Erfolg. Aber ich denke, das wird auch der Grund sein, warum es bisher keine wirklichen erfolgreichen Reparaturen gab. Ich kenne aber auch kein Video, das so sehr in die Tiefe geht, wie das, was ich jetzt hier gemacht habe. Von daher nenne ich es jetzt mal Green Light of Death, um in der PlayStation-Nomenklatur zu bleiben. Von daher, ich denke, das war's mit dem Board. Vielleicht kann ich es noch ausschlachten. Mal sehen, wir werden sehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ah ja, Abo da lassen. Das wäre sehr toll. Ich freue mich über jedes Abo und über jeden Like, selbstverständlich. Dankeschön.